Jubelnd ist Alfeldner, lange Gesichter bei den Violetten und als Fans verkleidete Rabauken, die Salzburgs aufstrebendsten Verein wieder einmal in Verruf bringen wollten. So lautet die Bilanz der samstagigen Landesligaspitzenpartie zwischen dem FC Pinzgau und der Austria. Die Tore zum 2:0-Sieg der Pinzgauer erzielten Peter Zehentmeier in der 73. und Arnold Benedek in der 89. Spielminute. Der Sieg der Pinzgauer war verdient, aber auch glücklich. Denn die Austrianer scheiterten zweimal an der Querlatte und ließen weitere Möglichkeiten, vor allem durch Helmut Rottensteiner, ungenutzt. Ja, ich sage einmal, die Austria ist ein super Verein. Für uns hat das Aufsteigen und auch wieder da hinkommen, wo es hinkehren. Für uns natürlich heute war es eine Sensation. Wir haben bei uns geklappt, haben natürlich das sehr defensiv gespielt und mit den Kontern haben wir die gut gemacht. Ich glaube, wir haben im Vorfeld schon genau gewusst, wo wir gegen die Austria spielen müssen. Wir haben es vom Taktischen her haben wir gewusst, was wir für Taktik spielen müssen, was wir machen müssen, um die Austria im Griff zu kriegen. Und das haben die Spieler heute wirklich 1:1 umgesetzt. Und dann, glaube ich, haben wir letztendlich auch sicherlich verdient gewonnen, weil wir gerade in der ersten Hälfte da, sage ich mal, drei glasklare Chancen gehabt haben, wo wir eigentlich schon in Führung gehen müssten. Aber alles in allem, glaube ich, war es letztendlich sicherlich entscheidender und wichtiger und auch verdienter Sieg für uns. Ja, im Großen und Ganzen sicherlich. Das Glück ist ein bisschen eine Sache. Das Glück kann man zwingen auch. Wir haben heute die wichtigen Chancen nicht reingetan. Das war eigentlich der Unterschied heute. Also, wenn man gesehen hat, wir haben mit 11 Leuten von der ersten Sekunde am eigenen 16er verteidigt, was durchaus ein probates Mittel ist und was heißt, kann man ruhig so sagen, eine taktische Variante ist, ist okay. Nur das muss man halt bestrafen und wir haben das leider nicht bestraft. Und so gesehen ist der Sieg in Ordnung gegangen vom FC Pinzgau, das passt so. Der Benedek ist natürlich sicherlich unser bester Spieler und nicht nur unser bester Spieler, das ist sicherlich der beste Fußballer in dieser Liga. Da kann man jetzt über reden von Fekete und Winkler und wer es immer ist, der beste Fußballer in der Liga ist mit Sicherheit der Benedek und das hat er heute ganz eindeutig unter Beweis gestellt. Ja, nein, das Problem war, dass wir erste Halbzeit einfach, ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen das Tempo hochhalten, wir müssen viel Druck erzeugen, weil die uns einschläfern wollen. Das war von Anfang an klar, irgendwie, dass die mit uns nicht mitspielen wollen, davon bin ich ausgegangen. Aber wir haben einfach zu gemächlich und zu langsam den Spielaufbau betrieben und dadurch sind wir auch mit der Zeit in denselben Trott reingekommen, wie sie gespielt haben und dann haben wir mit denen mitgerauft und das ist der größte Fehler. Du musst gegen die Druck erzeugen, spielen und das haben halt meine Spieler halt nicht umsetzen können und das ist halt einmal, ja, ist halt einmal so. Da bin ich noch gar nicht einmal besser, es wird solche Partien einmal geben und mit dem muss man dann mal leben können, das passt so. Unterm Strich bleibt, die Liga ist wieder spannend und der Vorstand der Austria hat bezüglich einer Handvoll Rabauken, die nur dem Verein schaden wollen, dringend Handlungsbedarf. Thank you.